So, hallo, ich begrüße euch zu einem kurzen Video. Ich hatte was in der Post, wie man sehen kann. Und ich werde zwar noch nicht sofort dazu kommen, es zu spielen, weil ich erst Ori beenden muss. Aber wir können es ja schon mal aufmachen. Und natürlich TOTK, das Vorbestellding mit allem drum und dran, was man so vorbestellen konnte. Ich habe das halt mal gemacht. Laut Inhalt ist da drin, das Spiel selbst, das wäre ganz gut. Dann eine Box, wo man das wahrscheinlich dazu reintun kann, das Steelbook, Steelposter, das hoffe ich, dass das ganz gut aussehen wird. Ein Pinset mit solchen Dingern da und ein Artbook. Also ist jetzt vielleicht nicht den Preis wert, den es halt am Ende gekostet hat, aber letztendlich so, keine Ahnung. Es ist Zelda, da, ja, ne? Der Konsument ist da leider im Nachteil. So, ich heb das mal kurz raus. In der Hoffnung, dass ich das hier hinkriege, wenn ich mein Handy halte. Ich krieg's hin. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay. Gut. So mache ich das jetzt auf. Oder schiebt man das raus? Ne, hier ist. Ach, hier ist Dings. Moment, dann machen wir es mal gerade so. So, jetzt ist hier nämlich offen. Ha! Und dann macht man das wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann kann man das. Ja, da ist auch nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. So, absolut professionelles Unboxing hier. Ihr seht das schon. jetzt habe ich es so weit aufgeschnitten, dass ich es rausziehen kann, glaube ich. Moment. Yes. Jetzt kommt es hier. Hier kommt es raus. Okay, Moment. Ich hole das kurz raus und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Tada! Es ist draußen. Okay, so, dann kann das hier rüber. Und dann können wir das wahrscheinlich hier aufmachen. Oder muss ich jetzt wieder schneiden? Nein, das kann ich einfach aufmachen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, jawollo. Schön hier mit Schwert-Dingens. Das Spiel. Das wird noch dauern, bis wir dazu kommen. So, vielleicht, ja, ich denke eine Woche oder so. Und das Steelbook. Ah, doch, sieht schon schön aus. Mach's mal gerade auf. Vielleicht halte ich einfach, ich bin ja eigentlich Rechtshänder, vielleicht halte ich einfach mit links das Handy. Ja, okay. Von innen jetzt auch. Nichts Unerwartetes. So. Dann geht man das hier mal raus. Das hier ist wahrscheinlich das Set auf diese Pin-Dinger. Kriege ich das auch raus? Jawohl. Ah, da sieht man sie schon. Sehr schön. Was auch immer das für Symbole sind, das wird uns vielleicht über das Spiel Stück für Stück klar werden. Aber das sind halt so Anstecker. Okay. So, wieder rein damit. Nochmal kurz alle zeigen. Okay. So. Dann. Oh, das weiß ich nicht, wie ich das jetzt rausholen kann. Da muss ich kurz wieder die Aufnahme stoppen. So, das ist das Buch. Ne, Artbook oder so. Ich weiß nicht, ob man da die Inhalte zeigen kann. Ich lasse es mal jetzt erstmal zu. Das ist jedenfalls das Artbook. Es ist auch ordentlich dick, also doch. Da sollte ordentlich Inhalt drin sein. Und hier haben wir dann jetzt wahrscheinlich noch das Steelposter, müsste noch fehlen. Genau, da steht es auch drauf. Kann ich das rausholen ohne die Aufnahme zu beenden. Könnte schwierig werden. Ich mache kurz Stopp. So, ganz am Boden war nochmal so ein Ding, wo alles Mögliche draufsteht.
Pinset, Stilposter und so weiter und so fort. Wahrscheinlich einfach für Gesundheitshinweise und so. Weg damit. Und da haben wir jetzt das Stilposter. Das sollte jetzt aber aufzukriegen sein. Ja, wir machen sie aber richtig spannend. Ah, das ist nochmal so eine Folie. Important. Ah, das ist. Das muss ich jetzt aber abmachen. What's this? Was steht da drauf? For reliable adhesion, please apply the magnet to green clay flattened surfaces. Achso, ja, nee, das ist klar. Na, das ist ja. Wenn es ein Steelpost ist, ist das ein Magnet. Ich kriege den Magnet aber gerade nicht ab. Mit einer Hand. Oh, Bruder. Ja, yeah, wir nähern uns der Sache. Okay. Starker Magnet, mein lieber Scholli. Da ist der Magnet. So, und jetzt befreien wir das Steelposter von Iconart, scheinbar das Unternehmen. Na, da kommt dann der Magnet drauf. Das kann ich ja nicht gleich mal machen. Na, das mache ich nachher. Und da haben wir das gute Stück. Oh, verkehrt um. Da haben wir das gute Stück. Oh doch, sieht schon schön aus. Sieht schon schön aus. Kann man sich mal an die Wand hängen. Okay, das wäre es gewesen. Ich will es jetzt hier auch nicht übertreiben. Ich wollte nur mal zeigen, was alles so in diesem Collectors Box Ding drin ist. Und damit haben wir dann auch alles gesehen. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden uns dann demnächst mit TOTK sehr ausführlich beschäftigen. Tschüss.